Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mario Ramsdorf. Ich bin Inhaber der Video- und Live-TV-Firma BTV Media. Gleichzeitig bin ich Journalist der GNS Group Association. Heute befinde ich mich hier in Lütgenzert, Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land. Ich möchte Ihnen heute Ankers Gnadenhof vorstellen, welcher top ist. Also lasst euch überraschen. Hallo, ich bin die Anker von Ankers Gnadenhof und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich zeige euch gerne unseren schönen Hof. Ja, also hier sind wir auf unserem Hof. Hier vorne haben wir unsere großen Ovčarka. Hier liegt der Live ganz gemütlich in der Sonne und hier haben wir unsere gelähmten Hunde, ein Separé geschaffen, dass sie auch immer draußen sein können und sich frei bewegen können. Es ist hier auf dem Hof nicht möglich, sie den ganzen Tag im Rolli, mit dem Rolli können sie sich nicht ablegen. Darum haben wir hier so ein kleines Separé geschaffen, sie können rein, können aber auch draußen die Sonne genießen. Und ja, so zieht sich das hier durch. Wir haben für unsere Hunde, ja, denken wir, doch die optimalen Haltungsbedingungen geschaffen. Das große Rudel läuft hier frei im Hof. Und ja, wir werden euch Stück für Stück jetzt langsam unseren Hof dann zeigen. So, hier sind wir jetzt bei unseren Waschbären drin. Die sind natürlich nachtaktiv und wollen jetzt eigentlich ihre Ruhe haben und schlafen, sind aber trotzdem relativ neugierig, die kleinen Schnuckis. Aber wir haben jetzt keine Kekse bei und somit sind wir uninteressant. Da in den großen Garten. Hier sind unsere, ja, unser großes Rudel, das bewegt sich hier völlig frei. Die können hier den ganzen Tag chillen, toben, rumraufen. Hier haben wir wirklich ein komplett gemischtes Rudel von, ja, Junghunden ab 5 Monaten bis zu unseren ganz alten, ja, 12-, 13-Jährigen, unsere Malinois-Hündin oder eben ja, unsere Coco, die ist auch schon 13. Und ja, so können die Hunde sich den ganzen Tag frei bewegen und sich miteinander beschäftigen. Wir bespaßen die natürlich auch und dann, ja, kriegen wir so den Tag auch rum. Hier sind wir jetzt auf unserem Hundeauslaufplatz. Hier können wir, ja, die Hunde beschäftigen. Wir haben hier Hindernisparcours, Hundehütten, wir haben hier einen schönen Teich. Da ist zwar jetzt ein bisschen wenig Wasser drin, aber den werden wir jetzt die Tage mal wieder auffüllen. Und ja, dann können sich die Hunde hier auch den ganzen Tag austoben. So, hier ist unser komplett separater Auslauf. Hier sind alles Rüden, entweder in Einzel oder in einer kleinen Gruppe. Das sind alles Rüden, die mit den anderen Rüden in den großen Gruppen ja, schwierig verträglich sind. Und darum haben wir die hier alle so ein bisschen separiert, können sich untereinander sehen, können auch miteinander laufen, können kommunizieren. Ja, das ist hier so ein bisschen abgeschirmt vom ganz großen Rudel. Thank you.
dann verabschieden. Wir bedanken uns ganz lieb bei euch für das Interesse bei uns auf den Hof, dass ihr mal geschaut habt. Wir werden am Samstag, den 4. Mai, werden wir einen Livestream machen. Wieder so wie heute in der Besetzung. Wir werden euch ein paar Hunde vorstellen. Wir werden euch den Hof noch ein bisschen näher bringen. Ihr dürft uns gerne Fragen stellen. Also am Samstag, den 4. Mai, bitte uns auf unserer Facebook-Seite verfolgen. Da werden wir dann live sein. Ihr dürft Fragen stellen, wir werden antworten. Und ab 13 Uhr werden wir da online gehen und würden uns freuen, wenn der ein oder andere reinschaut.